Hallihallo, wenn euch interessiert, was eure Bauchspeicheldrüse, das Pankreas, rund um die Uhr für euch tut und was der Unterschied zwischen der intrinsischen und extrinsischen Sekretion ist, dann seid ihr bei diesem Video richtig. Mein Name ist Claudia Bignon und ich bin Ärztin für Notfallmedizin. Und dann fangen wir gleich mal mit der extrinsischen Sekretion an, extrinsisch nach außen. Das Pankreas liegt ja so hier in der Mitte vom Oberbauch zur Orientierung. Hier sind meine Rippenbögen, da wo es weich ist, das ist hier die Mitte vom Oberbauch. Unter meiner Hand kommt natürlich zuerst die Haut und die Bauchdecke und dann kommt der Magen und dann hinter dem Magen liegt das Pankreas und das hat auch einen großen Gang mittendrin und das ist der Ductus Pancreaticus. Den symbolisiere ich hier durch diesen Schlauch. Also Ductus Pancreaticus liegt hier mitten im Pankreas und öffnet sich hier rechts. Da liegt der Zwölffingerdarm, das ist das duodenale C, der erste Teil des Dünndarms. Und da sieht man das Löchle und jetzt macht das Pankreas Enzyme, Verdauungsenzyme wie Amylase und Lipase und die tropfen dann da raus und nützen der Verdauung im Zwölffingerdarm. Lipase von Lipid ist für die Fettverdauung, Amylase für die Kohlenhydratverdauung und der größte Teil der Eiweißverdauung findet bereits im Magen statt. So, okay, warum jetzt extrinsisch? Weil wir sind ja immer noch im Körper drin, aber wir wissen ja, dass der Magen-Darm-Trakt sich dann irgendwann am Anus nach außen öffnet und alles, was hier raustropft aus meinem Ductus Pancreaticus und in den Magen-Darm-Trakt abgegeben wird, das wurstelt sich so durch den Dünndarm, durch den Dickdarm, Sigma, Rektum und Anus und dann sind wir draußen. So, jetzt wissen wir, was der extrinsische Anteil ist. Für den intrinsischen Anteil habe ich jetzt hier so ein Netz mitgebracht und man soll sich also vorstellen, dass das Pankreas komplett mit Blutgefäßen durchsetzt ist, wie bei diesem Netz hier. So, jetzt sind wir bei intrinsisch. Warum intrinsisch? Weil das Pankreas Hormone produziert und diese Hormone werden jetzt in das Blut abgegeben. Und über den Blutweg kommt dann das Insulin und das Glucagon überall hin im Körper an alle Zellen, denn wir brauchen diese Hormone, um unseren Blutzucker zu regulieren, dass der immer zwischen 80 und 120 Milligramm pro Deziliter ist. Also das Pankreas hat jetzt die sogenannten langerhanschen Inseln, da gibt es die Beta-Zellen, die produzieren Insulin und die Alpha-Zellen produzieren Glucagon. Alles geht ins Blut, intrinsisch und verteilt sich im Körper. Ja, jetzt wisst ihr, was intrinsische und extrinsische Funktionen des Pankreas sind. Und noch ein Wort zum Urlaub für den Pankreas. Wenn man abends nicht so spät isst, dann kann das Pankreas sich auch mal nachts erholen, muss nicht verdauen, muss nicht so viele Hormone bilden und so könnt ihr eurem Pankreas auch mal was Gutes tun. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, das Verständnis war gut und wir sehen uns beim nächsten Video.